Ja, ich habe, wie gesagt, auch noch zwei neue Geschichten dabei und da würde ich jetzt ganz gerne eine von lesen. Und zwar heißt die, die durch die Hölle gehen. Und die handelt von einer etwas seltsamen psychedelischen Drogenerfahrung, die ich... Es erklärt sich selbst. Es ist wirklich arschkalt. Nass und arschkalt. Ich sehe mit zusammengekniffenen Augen in Richtung Straße und wundere mich über die Temperaturen. Trotz Sonnenschein ist es für einen Tag im September wirklich sehr früh winterlich geworden. Es ist also ein kalter Tag im September des Jahres 1989 und wir wollen gleich losfahren. Dennis meint, für psychedelische Pilze sei jetzt die beste Zeit zum Ernten. So ein schwachsinniger Scheißdreck. Andi fährt den dunkelroten Ford Sierra vor und wir bestücken unsere Taschen und Rucksäcke mit Bierdosen und allen möglichen Krimskrams. Eine Taschenlampe, obwohl wir erst 13 Uhr haben, eine Glasbon, Brötchen, eine Fleischwurst. Fleischwurst ist so ein Ding bei mir. Ist mir bis jetzt selber nicht aufgefallen. Und ein paar Flachmänner Büchterkorn. Andis Ford ist ein fahrendes Stück Scheiße. Ford hat eh die seltsame Idee gehabt, alles andersrum zu machen. Die Türen schließt man andersrum auf und sogar die Scheibenheberkurbeln dreht man in die entgegengesetzte Richtung, um den Fahrtwind reinzulassen oder auszusperren. Stimmt. Kennt ihr? Ja. Ja. Wer fährt Ford hier? Keiner. Anna, raus. K ist doch kein Ford. Ich öffne angewidert die hintere rechte Autotür, an der noch deutlich die Reste meiner Kotze vom letzten Ausflug kleben. Ich konnte irgendwann nicht mehr und habe während der Fahrt aus dem Fenster gekotzt. Da ich aber so lange brauchte, um es zu öffnen, weil ich immer die Kurbel in die falsche Richtung drehen wollte, ging die Hälfte in die Türablage und der Rest verteilte sich über Tür, Heck und Hinterreifen. Ganz schön hartnäckig das Zeug, denke ich noch so bei mir, als ich mit meinem Fingernagel versuche, etwas von der Kotzreste von der Tür zu knibbeln. Wir sind zu fünft. Andi, der Fahrer, Frank, Nico, Dennis und ich. Dennis hat uns angefixt mit der bescheuerten Idee. Gestern fing er auf einmal an, uns diese unglaubliche Geschichte zu erzählen. Er habe ein paar Freunde, die ihm geraten haben, jetzt zu ernten, da die Pilze wohl gerade am besten wären. What? Was für Pilze? Habe ich was verpasst? Außer auf einer Jägerfrikadelle habe ich den Typen noch nie Pilze essen sehen. Das ist doch ein Scherz. Dennis will mir allen Ernstes erzählen, es gäbe Pilze, Psyllus, wie er sie nennt, die knallen sollen. Knallen ist so ein Wort, das man in den 80ern und 90ern gerne benutzt hat, um die Wirkung von Alkohol oder Drogen zu umschreiben. Die Psyllus-Pilze sollen knallmäßig angeblich ganz weit vorne liegen. Ich lache mich tot. Wenn diese dämlichen Pilze existieren würden, also frei verfügbar für jedermann wachsen und geerntet werden könnten, dann hätte ich doch schon längst davon gehört und außerdem wäre hier diese dämliche Wiese voller Menschen. Der Ford schiebt sich die Waldwege des Sauerlands hoch und erreicht mit einem ruckelnden letzten Schwung die Kuppe des Berges, hinter dem unser Bestimmungsort liegen soll. Ich traue meinen Augen nicht. Die Kuppe, auf der wir stehen, ist wie eine Art Aussichtsplattform. Man kann über die weiten Hügel des Sauerlands sehen und den Blick in die Täler schweifen lassen. Das satte Grün, die klare kalte Luft und in all diesen Postkartenausblick sehe ich sie dann. Mindestens 30 Leute. Bewaffnet mit Körbchen, Plastiktüten oder Tupperdosen, laufen gebückt über diese Kuhwiese und suchen langsam und gleichmäßig den Boden ab. Ich werd bescheuert. Hat der dumme Sack doch wirklich recht gehabt? Ich meine, warum sollten diese ganzen Freaks hier rumlaufen, wenn es nicht wirklich Drogen auf Lau geben würde? Von denen sieht keiner so aus, als würde er sich mit der Zubereitung seltener Speisepilze auskennen. Man braucht als Fachmann für Pfifferlinge sicherlich mehr als eine Korthose und rot-gelbe Dreadlocks. Ehrlich gesagt, ist es mir jetzt auch egal. Ich will auf diese Wiese und endlich einen dieser seltsamen Hutgewächse mit eigenen Augen sehen. Doch Dennis scheint diesen Gedanken geahnt zu haben und rät uns, erst einen Blick in sein Buch zu werfen, in dem die Psyllus-Pilze abgebildet sind. Das Buch ist eine Leihgabe aus der Bücherei, seit 16 Jahren in Dennis Besitz und stammt aus der Reihe Breites Wissen, wie passend. Dennis schlägt das Kapitel Pilze und mehr auf und zeigt auf ein Farbfoto. Scheiße, die Dinger sehen aus wie eine kleine Titte. Runder Hut mit kleinem, helleren Nippel obendrauf, das erkenne ich wieder. Los geht's. Wir verteilen uns und grasen die Wiese Stück für Stück ab. Nico findet den ersten Pilz. Mit seiner manchmal etwas gewöhnungsbedürftigen Stimme ruft er uns zu sich. Ey, komm mal her!
Wir staunen und begrapschen das Ding, als wäre es ein Alien. Jetzt hat uns das Jagd- und Sammelfieber gepackt und lässt uns mit noch mehr Einsatz über das grüne Feld wandern. Nach und nach finden alle einige Pilze, meine Plastiktüte ist merklich voller geworden und das Sammeln macht wirklich Spaß. Wie auf einer Party zeigen sich die Sammler ihre Beute und lassen sich hier und da auf der Wiese nieder, um ein Bierchen zu trinken oder ein Tütchen zu rauchen. Wir auch. Unsere Glasbongen befüllen wir an der Trinkwanne der Kühe mit Wasser und bringen uns erstmal auf Diskussionslevel. Wir zählen grob durch unseren Fang und sind der Meinung, dass wir genug gesammelt haben. Knapp 200 Pilze nennen wir nun unser Eigentum. Rückzug ist das Kommando. Am Auto angekommen, beglückwünschen wir uns gegenseitig und haben nicht nur aufgrund der Glasbongen glänzende Augen. Die Vorfreude ist groß. Die Kotzkarre nagt sich durch die Wälder des Sauerlands zurück in die zivilisierten Bereiche der Unterschicht, nach Hause. Dennis wohnt bei seinen Eltern und hat im Keller ihres Hauses ein Zimmer direkt neben dem Partykeller. Eine Zweiraumwohnung sozusagen. Autark durch einen separaten Eingang hat uns dieses Kleinod schon so manches Wochenende versüßt. Wir alle beneideten Dennis um diese Möglichkeit, seine Freizeit unabhängig zu gestalten und schon in dem Alter so etwas wie eine eigene Wohnung zu haben. Der Partykeller der Eltern gehörte eigentlich sogar noch mit dazu, da er nicht mehr genutzt wurde. Dennis' Vater war einverstanden, dass wir am Wochenende mit ein paar Leuten uns da einquartierten, bis zu diesem kleinen Zwischenfall, als wir Gérard, einen Jungen aus der Nachbarschaft, mit Feuerzeugbenzin getränkt und angezündet haben. Danach war erstmal Schluss mit lustig und wir mussten Gérard ein paar Mal im Krankenhaus besuchen und ihm klar machen, dass wir nur wieder in den Keller können, wenn er von diesen abstrusen Beschuldigungen Abstand nehmen würde. Schließlich hatte nicht nur er Verbrennungen dritten Grades, auch der Teppich im Partykeller war total im Arsch, nachdem wir literweise Lambrusco über Gérard auskippten. Als wir ihm die Jeanshose langsam auszogen, schälte sich die Haut von seinen Oberschenkeln direkt mit ab und seine Beine hatten etwas Rosiges. Wir hätten mit dem Löschen früher beginnen sollen. Aber was macht man nicht alles, wenn eine Videokamera läuft? Ne? Ich setze mich also mit den anderen auf den Boden in Dennis' Kellerbude und breite die Pilze auf einer Zeitung vor uns aus. Wir entfernen kleine Schnecken und Käfer und versuchen den ganzen Scheiß irgendwie sauber zu machen. Wie viele muss man denn nehmen? Frank sieht mit skeptischem Blick zu Dennis. Keine Ahnung, 30, 40, erwidert dieser. Wer hat das gesagt, kenne ich. Du weißt es nicht? Ich fress die Scheiße hier doch nicht auf Verdacht. Eine Tasse Kaffee zu viel und ich vibriere durch meine Wohnung. Ich zittere bei der Vorstellung einer Überdosierung halluzinierender Substanzen, wo ich das so ein Kontrollfreak bin. Doch, doch, ich kenne mich aus. Hier, ich fress jetzt 40 und du frisst auch 40. Wer noch? Frank, Nico, hier, bedient euch. Dennis nimmt eine Handvoll Pilze, zählt grob durch, es müssen so 10 oder 12 gewesen sein, und rollt sie mit beiden Handflächen wie ein Schneeball zu einer kleinen Kugel aus der Stiele rausgucken. Er holt Luft, steckt sich den Stachelball aus Pilz in den Mund, kaut, 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 kaut und schluckt. Und schluckt nochmal. Anschließend rollt er weitere Pilze zusammen und das geht so, bis er die 40 Finger runtergeschluckt hat. Ablöschen mit Iserlohner Pilsener. Ich bin dran. Dennis' Taktik hat sich also bewährt und ich roll mir meine erste Kugel. Ich nehme ein paar Pilze weniger, die Kugel ist also kleiner. Dafür nicht weniger ekelhaft. Der modrige Geschmack von Erde und Mykose in ihrer reinsten Form vermischen sich in meinem Mund zu einer widerlichen Speichelbrühe, die kaum zu ertragen ist. Ich schlucke und ich muss mich schütteln. Zweite Kugel, dritte Kugel, vierte Kugel ist etwas größer, 40, fertig, der nächste. Nachdem wir alle fertig sind, sehen wir uns an und lachen. Ob man schon was merken würde, fragen wir uns. Niemand merkt was. Also ich merke noch nichts. Nico hat gehört, dass es besser sei, wenn man nicht in geschlossenen Räumen bleibt, sondern raus in die Natur geht. Der Turn wäre einfach besser. Leuchtet ein, also gehen wir zu unserem Treffpunkt. Jedes Bauerndorf und auch manche Städte haben so einen Treffpunkt. Wir sind gerade in so einem. Das sind Stellen auf Plätzen oder vor Brunnen, Stellen an öffentlichen Gebäuden oder in Parkstellen, wo man sich zum Saufen trifft. Da ist Platz für 3 bis 4 Mofas, ebenso viele Rahmen Bier und wenn man auf der Fläche und der Lehne der Parkbänke sitzt, auch für bis zu 20 Leute. So einen Platz gibt es auch bei uns hier um die Ecke. Da Dennis und ich als erstes Pilze gefressen haben und wir immer noch nichts merken, nehmen wir jeder nochmal eine Kugel aus 10 weiteren Pilzen. Sicher ist sicher. Wir verlassen die Zweiraumwohnung durch den separaten Eingang und nehmen noch ein paar Bier aus dem Kasten von Dennis' Vater als Proviant mit. Ich fühle mich in Wanderlaune.
Das sage ich dann auch laut. Die anderen sehen mich an und bestätigen die Bereitschaft zu einem ausgedehnten Fußmarsch. Das Auto bleibt stehen und der Tross bewegt sich die Straße hinunter. Kronkorken klingeln über die Straße, als wir an den Einfamilienhäusern mit Vorgärten vorbeiziehen. Ich fühle mich beschwingt. Mein Muskel unter dem Kiefer scheint etwas verkrampft. Ich drücke mit meinem Daumen unter mein Kinn und kann spüren, wie der Muskel nachgibt und sich lockert. Ein Krampf also, okay. Von den Pilzen hätte es ja auch nicht sein können, denn ich merke noch gar nicht. Dennis auch nicht. Seine Hand juckt. Also, irgendwas auf der Wiese muss sie da erwischt haben. Ameisen oder eine Nessel, wer weiß. Aber es juckt ganz schön, sagt er, und reibt die Hand in rhythmischen Bewegungen an seiner Hosennaht auf und ab. Frank macht ziemlich lange Schritte dafür, dass er so langsam geht. Ich frage ihn, ob er schon was merkt, aber er verneint es. Wir sind schon ein wenig enttäuscht vom Ausbleiben jeglicher Wirkung dieser tollen Zauberpilze, wollen mit dem Nachlegen aber noch etwas warten. Wir haben mal einen Kakao mit richtig gutem Haschisch aus Marokko getrunken und das Ding hat uns anderthalb Stunden später völlig unerwartet die Beine weggehauen. Ich stand gerade bei McDonald's am Tresen, als der Kakao einschlug und der 3 Meter große Iraner, der mich bediente, erinnerte mich stark an einen Klingonen. Ich krabbelte damals auf allen Vieren aus dem Laden. Das würde ich sicherlich nochmal erleben, also langsam. 2 Straßen weiter nehmen wir trotzdem jeder nochmal 5 Pilze. Und das war's dann auch mit dem Ekelzeug. Das Schlucken fällt mir schwer, mein Kiefer ist wie verbogen durch diesen Krampf und ich muss mir immer wieder mit meinem Daumen durch Druck von unten lösen. Frank zeigt in den Himmel und bleibt stehen. Dennis hat seine Hand mittlerweile an der Hosennaht blutig gerieben und auch die anderen wirken irgendwie angespannter als sonst. Ich will die Stimmung wegen der ausbleibenden Wirkung der Pilze nicht zerstören, deswegen sage ich nichts. Ich drücke meinen Daumen unter mein Kinn und schnalze ein paar Mal. Nico erwidert das Schnalzen. Wir merken immer noch nichts. Dennis wird langsam sauer, dass die Scheißdinger nicht anschlagen und reibt sich mittlerweile die andere Hand blutig. Ich frage mich, ob eine juckende Wunde an einer Hand zur anderen Hand überspringen kann und strecke meine Arme vom Körper weg, damit meine Hände so weit wie möglich voneinander entfernt sind. Obwohl sie ja eigentlich gar nicht jucken, aber sicher ist sicher. Irgendjemand fehlt hier. Wir bleiben stehen und drehen uns um. Frank steht immer noch an demselben Fleck wie gerade und zeigt stur in den Himmel. Zwischendurch kommen Luftschlangen aus seiner Fingerspitze und schießen in Richtung Firmament. Wir alle sind davon schwer beeindruckt, auch wenn Frank uns partout nicht sagen will, wie er diesen Trick hinbekommen hat. Wir stellen uns rechts und links neben Frank und summen eine Melodie, die wir aus unerklärlichen Gründen im Kopf haben. Jeder summt eine andere Melodie, aber im Zusammenspiel ergibt diese Kakophonie den Titelsong der Muppet Show. Abgefahren. Dennis fällt das als erstes auf und er sagt, Alter, die Muppet Show! Schock. Jetzt werde ich misstrauisch. Dennis muss unter Drogeneinfluss stehen. Er kann mir nicht erzählen, dass er nichts von den Dingern merkt. Seitdem ich ihn kenne, war er nicht in der Lage, das Wort Muppet Show korrekt auszusprechen. Und das ist wirklich so. Er sagte immer, und ich meine immer, Muppet Show. Das war bei uns schon so ein Running Gag, genau wie er immer anstelle von Sirene Risene sagte. Ja, man kennt solche Leute. Jeder hat einen Freundeskreis, der Sachen wie Halleluja nicht aussprechen kann oder für den das Wort Regisseur eine unüberwindbare Hürde darstellt. Dennis war so jemand. Dass er ausgerechnet jetzt nicht von den Muppets redet, kann nur halluzinogene Hintergründe haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn mit meiner Erkenntnis konfrontieren soll. Er sieht sehr glücklich aus. Ich lasse ihm seinen Spaß lieber. Das kann ja auch mal ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man Kritik auf jemanden ausübt, dessen Neokortex durch die Einnahme von Psychedelika die Konsistenz eines nassen Toastbrots angenommen hat. Kenne ich. Die erste Begegnung mit LSD 25 hatte ich vor knapp einem Jahr und ich lag damals etwa 4 Stunden in einer sauber gestutzten Hecke vom Nachbarn in Embryonalstellung und habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, sobald mich jemand berührt hat. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber Dennis' neu gewonnener Wortschatz verliert eh gerade Interesse, da Frank erneut eine Luftschlange aus einer magischen Fingerspitze in den Himmel feuert und dazu sagt, seht mich an, ich bin die Hebamme von Kreta. Ich werde euch führen.
Wow. Überwältigt von so viel Selbstsicherheit und der absoluten Bereitschaft, uns zu leiten und Übel von uns abzuwenden, machen wir anerkennende Grimassen in Franks Richtung und gehen mit den Händen auf dem Rücken verschränkt ein paar Mal um ihn herum. Beipflichtendes Schulterklopfen ist leider nicht möglich, da Frank mittlerweile eine Betriebstemperatur von etwa 200 Grad Celsius angenommen hat und die Luft über seinen Schultern und dem Kopf flimmert wie auf einer asphaltierten Straße im Hochsommer. Sein Blick ist starr gerade ausgerichtet und er zeigt immer noch auf die gleiche Stelle am Himmel. Dann sehen wir alle, warum er dies tut. Am Horizont erblicken wir ein Objekt, das ich nicht näher beschreiben kann. Es verändert sich ständig und leuchtet. Andi sagt, es sei der Fuji-Zeppelin. Das können wir wohl eindeutig erkennen. Das verunsichert mich ein wenig, denn ich hatte schon das Wort Heißluftballon auf der Zunge liegen und wenn mein Daumen nicht bis zum Anschlag in meinen Kiefer stecken würde, hätte ich das auch gesagt. Nico sagt etwas auf Aramäisch und verdreht die Augen. Aha, die Engelchen backen Kekse, fügt er schnarrend hinzu. Mit Sicherheit nicht, du Vogel, erwidert Dennis und zeigt auf seine Schuhe. Der Zusammenhang bleibt uns allen verschlossen. Ich bin etwas angenervt. Das hatte ich mir wesentlich spektakulärer vorgestellt. Ich merke nämlich immer noch nichts. Der Treffpunkt am Platz vor dem Hochhaus ist in Sichtweite. Euphorie macht sich breit und wir geben uns High Five. Außer Dennis, den lasse ich aus, da ich Angst habe, meine Hand wird danach auch zu jucken beginnen. Und durch das Abklatschen mit den anderen haben wir unseren inneren Akku etwas aufgetankt und wir fangen an zu hüpfen. Erst nur ein klein wenig, dann etwas mehr und schließlich so hoch, dass wir uns immer wieder die Knie in die eigene Fresse hauen. Das ist unangenehm, aber lustig. Nach ca. 20 Minuten Hüpfen und Springen steht auf einmal Baba vor uns. Ein Freund, der uns, wie er sagt, aus sicherer Entfernung eine Weile kopfschüttelnd zugesehen hat. Baba verfügt über eine fundierte Drogenkenntnis und riecht den Braten sofort. Was habt ihr genommen und wie viel habt ihr davon noch? Das war seine erste Frage. Wir erklären ihm im plattdeutschen Akzent, dass wir unter Einfluss von Psilocybin stehen und mega enttäuscht sind von der schwachen bis fast gänzlich ausbleibenden Wirkung. Auf seine Frage, wie viele Pilze wir denn genommen hätten, sagen wir ihm, dass wir jeder zwischen 40 und 60 Intus haben. Baba schreckt zurück, reißt beide Arme hoch, erhält sich die Seiten seines Koffers, sieht uns entsetzt an und sagt, oh Scheiße, was habt ihr getan? Das war genau das, was ich nicht hören wollte. Ich kriege eine Ganzkörpergänsehaut und meine Stirn kribbelt wie ein Ameisenhaufen. Ich sehe mich schon wieder schreiend in einer Hecke liegen. Doch Frank entschärft die Angelegenheit ein wenig, indem er Baba fragt, ob er uns als Außenstehender nicht bei der Frage helfen könnte, was das da oben am Himmel sei. Frank zeigt in den Himmel und verschießt eine weitere Luftschlange aus seinem Finger. Wir applaudieren und sehen uns das Ding am Himmel nochmal ganz genau an. Alle sind total gespannt. Baba schlägt Nico mit der flachen Hand in den Nacken und schnauzt ihn an. Das ist die Sonne. Und man sollte da auch nicht so lange direkt reinglotzen. Mein Gott, seid ihr verbimmelt. Euch kann man doch nicht alleine lassen. Wir sind erschüttert. Sind wir wirklich schon so drüber und merken das gar nicht mehr? Sind wir überhaupt ehrlich zu uns gewesen? Ich meine, Franks Luftschlangentricks, die juckenden Hände, die daraus resultierende Paranoia. Vorhin haben wir uns im Kreis aufgestellt, wollten mit einem Kanaldeckel Hacky-Sack spielen. Das Hüpfen und Springen, fuck, Baba hat recht, wir sind total drauf. Warum merke ich dann nichts? Als Baba uns erzählt, dass man so 5 bis 10 Pilze nimmt, wenn man Spaß haben und vielleicht 20, wenn man hart abgehen will, beschließen wir nach Hause zu gehen. Also zu Dennis, unseren Eltern wollen wir jetzt nicht über den Weg laufen. Der Rückweg zu Dennis ist schrecklich. Baba hat uns ein Stück begleitet, war allerdings irgendwann mit dem Hüten der verstrahlten Schäfchen überfordert und suchte das Weite, nachdem wir anfingen, uns nur noch über Klicklaute zu verständigen. Den Rest schaffen wir auch alleine. Dankeschön.